Willkommen bei Ground & Pound TV. Wir befinden uns in Herne bei GMC4 und der Halbschwergewichtstitel wurde gerade ausgetragen. An meiner Seite Martin Zavada mit seinem Team. Martin, erzähl uns, wie es lief. Man sieht, du bist gezeichnet. Ja, also ganz kurz. Der Kampf hat so verlaufen, wie ich das vorher gesehen habe, dass er den Jonas, der mit mir nicht stand, kämpfen wollte, hat super Takedowns gemacht, echt guter Jonas. Ey, obwohl ich mich im Ringen verbessert habe, kann sein, dass es auch nicht mein Tag war, aber echt super Takedowns, gute Kontrolle, gut mit Elbows, da sieht man die Erfahrung in Amerika, USA, Bellator, hat das super super gemacht, dann hat er in der dritten Runde super die Mount bekommen. Ich meine, die Schläge waren nichts Besonderes, ich hätte weiterkämpfen können, aber da waren zu viele und der Schiri hat, ist ja im Sport, wie sagt man immer, ja, er hat kommt zu entscheiden, genau. Also Gesundheit geht vor. Für meinst, mich waren die Schläge nichts, aber der hat... Also du bist einverstanden mit der Entscheidung des Schiedsrichters? Ja klar, auf jeden Fall. Der Jonas hat Gas gegeben, Mount, TKO, Punches. Ich habe mich versucht rauszudrehen, wollte den Rücken nicht geben, hat er gut gemacht mit Ellbogen. Hatte man Cut, ich habe in der zweiten, dritten Runde Cut bekommen, hat er super gemacht, hat er super mit Ellbogen gut trainiert. Also Respekt für Jonas, super Kämpfer und großer Champion und große Zukunft des MMA. Und Gratulation an Combat Club Cologne. Und an das ganze Team, echt super Jungs. Ihr könnt euch stolz sein, auf jeden Fall. War gut. Ein fairer Sportsmann, so wie man dich kennt. Ja. Gehen wir vielleicht nochmal auf den Kampf an sich ein. Im Stehen sah es ja eigentlich gar nicht schlecht aus für dich. Du konntest Druck machen. Warst vielleicht überrascht, dass Jonas öfter mal nach hinten ging, um deiner Power sozusagen Respekt zollte? Ja, was heißt, ich wollte wieder den Druck machen, hab das gemacht, was ich umsetzen konnte, was mich ganz überrascht hat. Der Jonas hat direkt einen Takedown gesetzt. Also ich habe gedacht, am Anfang wird er vielleicht ein bisschen mit mir ballern. Der Junge hat super Kondition, hat super Tempo gemacht. Also wie gesagt, ich habe schon härtere Schläge im Ring bekommen, härtere Ground and Pounds kassiert, Schiri ist dazwischen gegangen. Also ich hätte weiterkämpfen können, aber wie gesagt, der hat zu mir gesagt, arbeite, ich habe gearbeitet, aber Schiedsrichter als Schiri hat abgebrochen und nochmal Glückwunsch. Wie gesagt, super Takedown, super Base-Kontrolle, hat an seinem Ring gearbeitet. Ja, was soll ich sagen, ich bin ein fairer Sportsmann, fairer Verlierer. Jonas war heute der Bessere und Glückwunsch, Jonas, nochmal. Um mal jetzt vielleicht von außen den Tomek anzusprechen, was glaubt ihr, woran müsst ihr euer Team vielleicht arbeiten, wenn du es jetzt ansprichst, dass die Gegner zum Teil so gute Ringe haben, dass ihr Probleme bekommt, ist das vielleicht eine so eine Sache, die man noch optimieren müsste? Hast du es gerade gehört? Also ich denke mir, der Martin ist routiniert genug mit seiner langjährigen Erfahrung, seine Schlüsse aus diesem Kampf zu ziehen, an seinen Fehlern zu arbeiten. Und ich denke mir, das macht einen guten Kämpfer aus, stark, noch stärker wieder zurückzukommen und versuchen natürlich die Defizite, die man hat, auch dementsprechend ja, abzuleiten. Ja? Also ich denke mir, wir sehen King Kong bald wieder. Vielleicht die Ringerfrage nochmal an dich. Also ich sag mal so, ganz ehrlich gesagt, Jonas, Combat Club Cologne ist, glaube ich, die haben den besten Trainerstab, kann man sagen. Wir haben angefangen mit unserem alten Trainer, Trainer ist weg, viele Leute haben sich abgewendet. Ich mit Tomek, langjähriger Freund, mein Bruder, wir sind ein junges Team. Ich leite das Team, ich habe keine Trainererfahrung. Ich glaube, daran müssen wir arbeiten, wir müssen professionelle Trainer besorgen und dann, ja, dann kommen wir stärker auf jeden Fall wieder. Jeder in seinem Gebiet, ob im Ring, ob im Stand, das glaube ich. Man kennt dich, man kennt euch, ihr kommt immer stärker wieder. In diesem Sinne hoffen wir euch bald wiederzusehen. Vielleicht abschließend noch eine kurze Frage an Brinquinho. Du hast heute auch gekämpft, auch ein tougher Fight gegen Stefan Larisch. Wie ist so dein Fazit und was glaubst du, was müsstest du noch verbessern, um demnächst als Sieger aus dem Käfig zu klettern? Ja, das war ein sehr schöner Kampf und Spaß. Hart trainiert. Das hat trainiert und das ist gut. Also man sieht es, alle eure Jungs haben hart trainiert, wollen immer weiter kämpfen. Schließen wir uns einfach in diesem Sinne an, hoffen euch bald wiederzusehen und die letzten Worte, wenn super. Ihr noch was loswerden möchtet, gehören jetzt euch. Also ich danke erstmal Ground & Pound und Elias für das Interview, für den Support, für den Sport, sowas, die Hallen werden größer. Ich habe mich heute gefühlt, als hätte ich zum ersten Mal ein Debüt im Käfig. Als tolle Stimmung, kleine UFC in Deutschland, echt super. Ich war ein Teil dabei, habe leider verloren, ist kein Problem. Ich bedanke mich an mein ganzes Team, mein Bruder Tomek, Gustavo, an alle, die mir geholfen haben. Sparta Essen, Fight Club Wuppertal, Berserkers Team Polen, alle Jungs, die mit mir da sind, an meine Familie, meine Freundin,
alle Sponsoren. Ich habe das T-Shirt nicht an hier. Leute, tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben. Im MMA gibt es Schiedsrichter. Also ich hätte weiterkämpfen können, aber ich muss sagen, fair abgebrochen. Und Glückwunsch an Köln, Glückwunsch an Jonas. Ist echt super Zukunft in Jonas. Wenn er weiter hat trainiert, wird er ein Großer. Auf jeden Fall in Deutschland. Aber ich komme wieder. Erstmal vielen Dank an die Organisatoren der GMC 4, dass sie uns überhaupt die Möglichkeit gegeben haben, den Martin direkt nach seinem Comeback in die höhere Gewichtsklasse, um einen Titel kämpfen zu dürfen. Ich denke mir, er hat die Fans nicht enttäuscht, auch wenn das Ergebnis natürlich nicht wunschentsprechend ist. Aber eins versprechen wir, kommen gestärkt wieder. Hus. Schönes Schlusswort, vielen Dank. Danke.